Moin Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Xenoblade Chronicles. Beim letzten Mal haben wir den Boss verkackt. Aber wir wollen die Heldenmission abschließen, deswegen jetzt Kampf von vorne beginnen. Wir versuchen es nochmal, ich stelle nochmal ein bisschen um. Ich gucke nochmal, ob ich nochmal irgendwie ein bisschen nochmal was ändern kann hier. Ob ich nochmal irgendwie irgendwelche Steine ändern kann hier oder so. Hier heilender Odem. Da kann ich deine Juwelen ändern? Weiß ich nicht, Bruder, ne? Ne, geht nicht. Ich überlege, ob es sich nochmal lohnt, nochmal einen Healer mehr mitzunehmen. Vielleicht sie noch mal eine Runde als Healer mitnehmen, weil wenn die Healer alle sterben, ist das echt Scheibenkleister, ne? Eine neue Klasse, die sie können jetzt die Klasse hier nutzen, ne? Aber eigentlich bin ich dafür, dass sie... Aber hier war die nicht so gut drin, ne? Hier hat sie schon Level 10. Das könntest du gut nutzen. Dann haben wir drei Heiler, zwei Tanks und zwei Damage Healer. Ich glaube, das reicht für so einen Bossfight. Ich glaube, da ist das besser, wenn jemand Drittes dabei ist, der noch mal aufheben kann zur Not. Und ich muss aufpassen... Wenn Senna stirbt, muss ich die ganz schnell aufheben. Warum? Tion und Senna können zu dieser komischen, zu diesem Misch-Ouroboros, ja. Nein, das wollte ich gar nicht, egal. Wollte ich nicht, egal. Weil ich wollte eigentlich noch schnell den Ouroboros die Technik geben, mit dem man Leute wiederbeleben kann, weil ich denke, das ist gegen Boss echt nützlich. Das wäre hier in dem Fall also echt nützlich gewesen. Ja, ja, habe ich jetzt natürlich verkackt. So, erste Technik. Reingeklatscht. Lass mich raten, ich habe ihn getroffen wieder mal. Ich habe wieder mal nicht getroffen. Sieht, Alter, 1000 Damage. Oh. Schnell, mach voll. Ja. Hä? Ich hab doch Schmetter gerade gemacht. Was hat nichts gemacht? Egal. Egal, Hauptsache ich hab's benutzt. Mann, ich treffe das nie. Dass ich das nicht hitte jedes Mal, kotzt mich schon wieder an. Trefferrate komplett für den Arsch. Und Diet. Ja, Tion und Senna müssen am Leben bleiben, weil die halt die Heiler-Ouroboros haben. Und ich glaube, der ist nochmal sehr geil. Bam, bam. Diesmal war es gleich earlier. Wenn ihr ein paar Mal die Chance zu einer Kombo-Technik haben, also es lohnt sich, wenn wir das früher machen. Nehmen wir das hier erstmal. So, der boostet alle dann 10 Punkte. Das ist echt nützlich, muss ich sagen. Deswegen, Treffer gibt Flächenheilung. Ist nicht viel, aber etwas. Und reicht, dass ich den, denke ich, jetzt mit zwei Techniken ihn vollkriege. So, Noah. Es ist halt knapp 2k Damage zusammen, ne? Ich glaube, das sind zwei einzelne Hits, die da treffen. Boom. Er ist nochmal aktiviert. Physische Abwehr senken, ist gut. Ich hab das nochmal, das klappt nochmal, geil. Hier ist jetzt nicht so krass, ne? Aber so nach und nach kriegen wir halt ein paar HP wieder geheilt, ne? Bam. So, hier Damage. So. Vielleicht sollte ich mal versuchen, nur so close wie möglich an die 100 ranzukommen und dann die richtig dicken reinzuballern. Ich weiß nicht, ob das hilft, aber ich könnte es mal probieren. Ja. Ist fein. Schildschlag umwerfen. Okay, hier krabbelt ein Käfer auf meinen Popschutz rum. Finger weg. Auf meinen Popschutz ab. Bam!
So, und jetzt halt so machen, dass vielleicht nicht gleich voll ist. So, aber jetzt bleibt ja 99 Safe Limit, genau. Und jetzt halt den richtig dicken Bumser draufklatschen. So, jetzt habe ich doch übelst krasse Prozente. Bringt das mehr? Oh, das zählt jetzt sehr gut. Oh, okay, krass. Daran hängt das an, ob es sehr gut ist oder nicht. Das ist gut zu wissen. 40k Schaden, okay. Schade, keine weitere Kombo möglich. Mein Crit gelandet. So, nehmen wir. Das hat ihn niemand hochgeschmissen, ne? Oh, nochmal eine Combo. So, zusätzliche Stärkung für alle. Ja, du bist weg, ne? Oh ja, kann ich mal machen. Oh, Schlitz, 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 Schlitz. Hm, blockt es noch, ne? Okay, war aber guter Damage. Synchro war bei 3, ne? Hat man gesehen, hat richtig viel Damage gemacht. So, schnell vollstacken, weil jetzt geht seine Brennphase gleich wieder los. Okay, jetzt können wir nochmal Kette machen. Go. Also es lohnt sich vielleicht sogar mehr als die 120% oder was man oft kriegt, aber aufzubauen. Ist okay. Heal, damit Lanz nochmal voll wird. Jetzt fängt er an zu auszurasten. Ist wieder nur gut, ne? Boah, okay. Geht. Er ist nochmal ready. Ja, nehme ich auch. So, jetzt werde ich wieder kurz vor 50. Versuchen wir das mal mit dem sehr gut. Das scheint ganz gut zu funktionieren. So, du hast Agro, ne? Das heißt, du machst mehr Damage mit dem Shit, ne? 67. Oh, sehr gut. Kann man 200% erreichen? Ist das possible? Macht auf jeden Fall occasion Damage. Oh, sehr gut. Bringt 2 Reaktivierungen. Oh, das ist der Smart Shit. I see. Okay, das ist ja geil. Okay, wieder was gelernt. Ja, mehr Angriff ist geil. Mehr Wutverteidiger ist auch geil. Nehme ich.
Also diese 99 und dann einen richtig dicken Brummer rauf zu klatschen, lohnt sich übel hart. So, schwanken. Jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir richtig viel schon drauf. Ich will jetzt nochmal Heilung machen. Dann sind wir hier übrig bei 99. Oh, das ist ja übel smart. Anstatt vorher mal zu versuchen, nicht auf diese 99 zu kommen, weil ich denke mir, dann muss ich ja noch einen benutzen. So kriegt man zwei Leute wieder und kriegt eine richtig dicke Prozentzahl drauf. So, dann umwerfen. Go. Ja, Damage. Und richtig fette Prozente drauf. Und so kriegt man mehr Reaktivierungen. Oh, smart. Hä, die Angriffskette ist schon echt ein fucking cooles Tool. Nicht mal nein. So, da hatte ich jetzt wieder zwei reaktiviert mit übelst kranken Prozenten. Go, Alter. So, jetzt wird's schwierig. Jetzt wird's richtig schwierig. Ich glaube, ich mache das jetzt so. Jetzt habe ich nämlich 92 Punkte so drauf. Jetzt kann ich sie nochmal ranklatschen. Schlitz. 13k Schaden, Junge. 102 TP. Oh, saftig. Jetzt hätte ich 200 erreichen können, theoretisch. Schlitz, 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 Schlitz. Dicker Schaden. Dicker Schaden, Bruder. Mmh. Oh, Bock. Richtig gut. Und ich habe schon wieder nichts zum Hochschmeißen. Komm, scheiß auf einen da. Oh, er dasht da weg. Er dasht, geht da weg. Shit. Ich geh mal schnell mal auf den Heiler rum. Die ist kein Heiler gerade aktuell. Senna ist Heiler. Macht er jetzt ja diesen Run-Move? Nee. Ich denke, zwischendurch Charaktere zu wechseln ist ein absolut kranker Modus, der richtig viel bringt. Nochmal, komm rein da. Ja, nochmal. Ja. Okay, jetzt bin ich angefuchst, Leute. Jetzt hat's mich angefixt. Wir geben denen allen erstmal 10 extra Punkte. Ach so, ja, das wollte ich eigentlich machen. Hier. Flächenheilung für Damage. 50 Punkte ungefähr. Ist geil, da würde ich gleich mal den Backslash hier nutzen, weil das müsste nämlich auf... reicht ganz knapp nicht, ne? Scheiße. Komme ich jetzt auf über 50? Weiß ich nicht, ne? Komme ich auf über 150? Nee, leider nicht. Scheiße. Na, ist doch okay. Ist ja nur der Anfang. Bam. Bisschen Damage. 30 Punkte kriege ich immer ungefähr. 112. Na gut, okay. Das ist okay. Das ist ein okayer Heal. So, er kommt nochmal zurück. Ja, mehr Angriff auf jeden Fall. Richtig dicke Heilung. So, er gibt jetzt 50 her. Ah, solide.
So, jetzt könnte ich die 99 voll machen. Punkte Limit. Saftig. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Komm, diesmal kriegen wir es hin. Diesmal habe ich den fetten Sack. Den dicken Moppel. Ja, 2 zurück zur Reaktivierung. Geil. Physische Abwehr der Gegner 65. Das ist auch nicht schlecht. Ja, komm, mal das hier. So, jetzt habe ich keinen Heiler, um kurz vor die 99 zu kommen. Das heißt, wir sagen den, den und dann ihn nochmal, ne? Das wird nicht über 50 gehen, denke ich. Sollte aber reichen, dass ich jetzt auf über 150 komme. Jawohl. Saftig. Schaden war aber diesmal nicht so krass, ne? Es hat nicht nur Vorteile. Aber wir kriegen noch eine vierte Kette raus. Ja, da würde ich sagen, es ist sie und dann er nochmal. Das ist fein. Komm, nehme ich mal. Ich habe keinen Bock, dass die Heiler jetzt gerade draufgehen. Oh, 50 Punkte, gut. Was? 100 Punkte, Junge. Da wäre noch fast über 150 draus geworden. Oh, schade, war ich close. Richtig krass Paper reingeschlitzt. Na, Schaden ging, war vorhin krasser, ne? Aber ist okay. Er macht wieder seinen Mumbo-Move. Er macht seinen Rambo-Move wieder. Wer ist gerade im Fokus? Lanz, das ist fein. Komm, wir machen auch nochmal eine Runde hier, den hier. Okay, haben wir. Oh, puh, was ein Fight, Junge. 17 Minuten hat er gedauert. Holy shit, Bruder. Holy fuckeroni, ey. Alter, den haben wir jetzt aber richtig vergenussferkelt. Vor allem keine Sterber, jemals denn? Ich bin überrascht. あなた方にはもう一つやるべきことがある。コロニーに戻りましょう。これからの先行きを決するために。Oh, Level up, Leute. Oh, richtig rein in den Saft. わかりますね。ええ。そのつもり Da liegen Items an der Spitze, die nehme ich mir nochmal frisch mit. Oh, Jesus, bejesus. Was ein Fight, Junge. Da hinten ist ein dicker Ätherstreifen. Da ist unser riesiger Lieblingsdrachi. Da hinten in der Ferne kann man ganz knapp was leuchten sehen. Ist das etwa eine Treasure Box? Als ob die so eine große Render Distance haben, glaube ich nicht. Ich sag nein, das ist gelogen. So, die komischen Vögel sind wieder respawned, ist mir egal, ich will weg hier. So, wir haben es jetzt geschafft, Leute. Haben wir jetzt irgendjemanden, der Rang 10 erreicht hat? Yo, Mio hat endlich ihre Klasse voll. Ach nee, hatte sie schon, ich habe zurückgewechselt, ne? Für einen Heiler mehr, ja. Okay, true. Gut, okay, dann würde ich sagen, ja, kannst du gerne weitermachen hier. Kannst du gerne weitermachen, habe ich nichts gegen. Immer rein in die Olga. Und Drachi. Ich würde den Drachi immer gerne closer betrachten, ehrlich gesagt. Sieht schon cool aus. Sieht schon geil aus, das Vieh. Aber es ist übrigens Agro on-Site, ne? Es hat dieses komische Icon.
Also, ne, don't get touched by it. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wie man da hochkommen soll. Aber ich finde cool, dass es auch so Overworld-Features gibt, also so Overworld-Talente, die man lernen kann, um halt an irgendwelche neuen Punkte zu kommen. Das finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. I like, actually. So, boah, das war schon ein Kampf mit sehr viel Saft, muss ich sagen. Holy shit. Sauber machen. Erstmal ein bisschen putzen. Ein bisschen rausputzen, Alter. So, Kückeln. Wir können ja mal gucken, ob wir was Neues schmieden können. Vielleicht haben wir mal was Neues am Start. Fehlt noch Stuff. Hier könnten wir Stufe 3 machen. Für richtig schmöke 8 Goldmünzen. Einmal richtig krass Angriffsschaden um 30 erhöht. Lecker mehr Schaden. So, was jetzt hier aus? Heilkraft könnten wir jetzt auch schon nichts machen. Nothing. Süßes Kapitinga-Schmalz. Mhm. Maximal KP 2 geht auch über durch Barant-Blütenblatt. Was sind denn Barant nochmal für Viecher gewesen? Hab ich keine Ahnung, weiß ich nicht. So, was haben wir hier noch gehabt? Hier so was Allgemeines könnte noch geil sein. Hier so die... Genau, Auto-Haste und Shit. Haben wir hier was Neues? Nee, wa? Gariffen, Elektro-Organ, Flotter, Rasling, Alter. Ja, genau, Flotter. So, haben wir hier was Neues? Habe ich noch nicht im Besitz. Die mannigfache Fliege. Brauche ich auch nicht so dringend. Technik-Einsatz erzeugt Wut. Ja, ist jetzt nicht viel Neues dabei. Aber das können wir ruhig mal machen, ja. Stärke 3 hört sich doch schon mal echt eigentlich ganz geil an. Das klingt ganz gut, muss ich sagen. Heilkraft 3 geht nicht, ist okay. Die Agilität 15 kriegen wir auch noch nicht. Haben wir auch noch nicht drauf. Gut, ist aber nicht so wild. So, das kleine Papierding da. Voll geil. Voll süß. Animation im Hintergrund so niedlich. So, können wir mal eine Stufe steigern gucken. Können wir jetzt nochmal... Wollen wir nochmal einen geraden machen? Aus irgendeinem Grund haben... Er hat auch irgendwie ganz komisch XP bekommen. Er braucht jetzt mehr als die anderen. Na gut, er war zwischendurch jetzt kurz nicht dabei, ne? Aber die beiden zum Beispiel brauchen einfach random 3 XP mehr als der Rest. Wieso? So, jetzt könnte ich inzwischen mit 27 vorstoßen. Hm. Also, einfach schon, dass ich gemerkt habe, dass die Trefferquote halt nicht so geil ist, ne? Also, kommen wir nehmen mal das eine Level jetzt mal mit. Wir haben ja noch 9000 Bonus-XP übrig, das ist ganz gut. So, nehmen wir mit das Level ab. Komm, haben wir gleich 2 Level bekommen. Einmal 25 vom Bossfight und 26 hinten dran. Einfach als nettes Goodie. So, ich verteile das jetzt ja auf alle. Da kenne ich ja gar nichts, da bin ich ja Kumpel wie Sau. So. Dann sind auch wieder alle in XP gleich, ne? Hier, er auch, komm. Gönn dir. Der Sido-Verschnitt. Und was ist maximale Stufe? Ich will nicht, wenn ich auf Maxi-Stufe klicke, wird das Safe wieder auch ausgelöst. Da habe ich keine Lust drauf. Da habe ich keinen Bock drauf. Bin ich so der Fan von Bonus-XP. Ich finde, das ist so ein... Das sind doch einfach XP, die man durch eine Quest kriegen könnte. Die kann man einfach auch dann direkt kriegen. Dann fühlt sich das mehr nach einem richtigen, verdienten Level ab an. Wenn ich aber das noch an einem Lagerfeuer als Bonus-XP ausgeben muss, fühlt sich das irgendwie so... Er cheatet an, so. Schnell so. Husch, husch, so. Oh, schnell 3 Level-Ups gesmashed, so. Was da? Weiß nicht, ist so just my personal preference, irgendwie. So, was können wir denn mal wieder mal köckeln? Oh, das Raclette kriege ich gar nicht hin, wa? Das kriege ich gar nicht geschissen. Gibt doch 5% mehr XP. Also die Werte sind leicht verändert tatsächlich. Ist okay, kann man machen. Hier könnte ich mal wieder mal sowas kochen. Das kostet nicht so krasse Sachen. Hier bräuchte ich dann mehr Leckerwurst wieder, ne? Da fehlt ja wieder auch nicht was. Wurststachel. Ja, könnte man auch machen. Bananasemenü. Rachenpeinbohnen. Haben wir denn noch Effekt übrig überhaupt? Essence-Effekt-Liste. Ach du Scheiße. Okay. Haben wir noch irgendwie... Ah ja, nee, habe ich noch was. Irgendwie sehe ich noch was. Aktive Essence-Effekte, keine. Okay.
Ja, dann nehmen wir noch die Klassen-XP mit. Ist okay. Ding, ding! Nom, nom, nom. Oh, wenn ich das sehe, kriege ich Hunger, ne? Aber ich mache mal heute schön nach meinem Aufnahmen hier heute mal. Manchmal schön Kartoffelfritten mit schönem Quark. Und der Quark ist nicht einfach nur Quark, ich habe mir Skyrk gekauft. Diesen isländischen Joghurt ist das quasi eigentlich. Daraus kann ich mir einen schönen Joghurt-Quark-Dip machen. Warum ich den gekauft habe, der ist eigentlich ziemlich teuer. Und der ist sogar von einer Marke. Aber der war im Angebot. So ein riesiger Eimer, 800 Milliliter, für, ich glaube, 2 Euro umgeschlagen. Dann habe ich mal gegengerechnet gegen den Quark, den Billigquark, den ich sonst kaufe. Der kostet aktuell aufgrund der Sachlage aktuell in der Wirtschaft, kostet der aktuell 1 Euro oder so für eine 250 Milliliter Packung an Quark. Da denke ich mir so, ja, da wäre ich ja blöd irgendwie für den üblichen Kilo Quark oder so, den ich kaufe, um mir einen Dip zu machen. Nur mit Kräutern und Co., ne, ein bisschen Zwiebel rein, ein bisschen Knoblauch rein, so das Übliche. Da hätte ich ja 4 Euro bezahlt. Ich sage, dann nehme ich doch für 800 Milliliter lieber für 2 Euro mit. Das ist doch 5 mal günstiger. Na, fand ich geil. Deswegen habe ich mir Skyr geholt. Mal gucken, wie der schmeckt. So. Ich möchte meinen, wir hatten das schon mal, aber ich weiß nicht mehr, wie es schmeckt. Nein, oder? Wir sind tot. Ich weiß nicht, was es war, aber es... Es wollte meinen Arsch. Ich finde sogar, dass da oben einfach irgendwelche Level 59er rumkrebeln. Ich weiß nicht, was es war, aber irgendwas wollte gerade auf jeden Fall meinen Hintern ganz, ganz doll haben. Ich glaube, er wollte meinen Hintern. Yikes. Tschüss. Ich hau ab. Zurück in die Kolonie. Eigentlich können wir uns auch porten, ne? Obwohl, ich wollte auf dem Rückweg noch was mitnehmen. Ah, wo waren das kartentechnisch? Scheiße, da war noch so ein... Da war hier noch auf dem Rückweg... Das ist hier das Steinfels-Ding hier. Ich glaube, hier unten ist das noch. Und das Lagerfeuer ist hier... Das ist der Äther. Hier ist der Punkt, okay. Müssen wir nochmal zurück. Ich glaube, der Drachi wollte mir auf den Arsch hauen. Hat sich aber dann verzupft, weil er denkt sich so, nee, doch nicht. Dann sind wir zu Lobobs. Kein Bock drauf. So, dann will ich mich nochmal ganz kurz hier hochflitzen. Weil da unten, genau wenn wir jetzt unten geradeaus zulaufen, ist nochmal so eine unterhakige Nische. Wo ich denke, wo ich rankommen könnte. Hoffe ich jedenfalls. Eine Zierglocke. Nehme ich. Na, ist egal. Hä, wo ist denn das? Hab du Vogel. Geh weg. Hau doch ab, du Lümmel. Können Sie mal bitte gehen? Können Sie bitte gehen? Ah, verfehlt, toll. Unser Schwertkämpfer-Sand trifft manchmal einfach nicht. Und mein Handy vibriert gerade schon wieder. Das heißt, ich muss noch ganz kurz mal... Ich lass die mal schlitzen gerade. Fröhlich, ne? Ich muss mal ganz schnell was machen. Kennt man ja immer schon mal ein Pokémon auf meinem Discord-Server rollen. So, hier. Oh, ich bin fast tot. Wieso? Oh, bin ich fast tot. Oh, weil ich Gift abbekommen habe. Ne, weiter rechts. Oh lol, das ist aber nicht das, was ich da gesehen habe. Ich glaube, so weit unten meinte ich damit nicht. Das ist hier unten der Wald. Ich glaube nicht, dass ich so tief überhaupt fallen dürfte, egal was ich tue. Nee, ich meinte was anderes. Müssen wir mal gucken hier gleich. Nee, das meinte ich sicher auch nicht. Hilfe. Ich dachte schon.
Ich nehme die Ätherquelle da oben auch, glaube ich, nochmal mit. Weil die sieht sehr grünleuchterig aus. Ich denke, die ist groß. Ach, Alter, das Maul. Lass mich durch. Ich gehe hier hoch. Na, komm doch her, du Pimmel. Komm schon. Show me your moves. Gönn dir. Das Toxin ist ganz schön nervig, muss ich sagen. Und es kickt halt schon gut rein, ne? Schlitz. Was hat er denn die ganze Zeit mit mir? Ich hab schon wieder zweimal Argo gehabt gerade und hab da voll auf den Maul bekommen. Nicht gut. Kann halt hier gerade nicht runter, ne? Deswegen muss ich das gerade mal meinem Team überlassen. Easy. Ich hab noch jemanden am Rand bekommen. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Genau. Etheru. Etheru. 24 Stücke meinst du? Lecker. So sehe ich es vielleicht von hier aus nochmal? Nee, ne? Scheiße. Ich meinte immer so eine kleine Klippe. Aber frag mich jetzt nicht welche. Irgendwo so eine Klippe, wo ich hätte runterspringen können, da war noch ein Behältnis, was ich nachher hätte mitnehmen können. Aber jetzt frag mich nicht was. Boah. Was ich jetzt gerade hier oben über mir gehört. Klang auf jeden Fall nicht sehr freundlich. Ah, ich ignoriere jetzt ganz hart, tut mir leid. War das hier hinten auf der Insel? Ah, hier unten, das meinte ich. Da unten war ich nämlich noch nicht. Ignorieren wir hier, was das sind für Viecher. Oh, das sind Barande. Oh, dann brauche ich die ja. Dann nehmen wir die doch mit. Wenn das Spiel mir sagt, ich brauche die, dann nehme ich die doch mit. Blitz. Das ist ja perfekt dafür. Alter, ich kriege richtig auf den Deckel. Ich glaube, die Klasse macht doch wirklich guten Schaden. Ich unterschätze das nur. Weil meine das ist gerade fett geil. Weil unsere Tanks könnte, aber sie kaum die Agro halten. Muss mal gucken, nicht, dass ich vielleicht noch nebenbei irgendwie so möglicherweise. Nicht, dass ich maybe nebenbei noch irgendwie ganz befürchteterweise noch Talente dabei habe, die meine Wut erhöhen. Da wäre nämlich irgendwie echt kacke. So, inzwischen haben wir Rang 5 erreicht. Das heißt, unsere Techniken sind, glaube ich, ein bisschen stärker geworden, ne? Wir haben jetzt ein bisschen mehr Schaden, glaube ich. Rückangriff 100% mehr Schaden. Erhöht bei Seiten irgendwie Kritrate um 50%. Ich weiß nicht, das war vorher, glaube ich, auch schon so. Stärkung bei Rang 10. Was gibt hier eine Technik? Schmettern. Hm. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt krasser bin oder ob ich jetzt irgendwie krass nochmal was gelevelt habe. Oh, doch, doch, doch. Guck mal, das war vorher bei 25% der Kämpferinstinkt. Bei jedem Einsatz der Schutz, wir schauen 90%. Das heißt, nach fünfmaligem Einsatz hätte ich jetzt 150%, da hatte ich vorher quasi 125%. Schon auch noch. Das heißt, ich hätte das jetzt hier voll gesteckt nach 7 Einsätzen. Vorher hätte ich 8 gebraucht. So, 500, das ist auch mehr geworden. Das ist auch mehr geworden. Und das ist auch, das hält länger. Das war vorher 30 Sekunden, ziemlich sicher. Ja, hey, dann ist es doch ganz cool, wenn ich jetzt nochmal ein bisschen was bekommen habe. Apropos, ich habe Juwelen erhalten. Ich hätte jetzt hier Stahlspalter 3 am Start. Und Alias Jumboy, welcome in the stream. And thank you for joining the stream. Hello there. How's it going? So, mehr Critical Damage. More Critical Damage is always good. So. Wir können nochmal nach SPs gucken, Leute. Can I increase that shit? 26, das bringt nichts. 91. So, ich will das hier haben, ne? Also. Boah. Puh.
Nee, das ist das hier, ne? 120. Eieiei. Das kostet 130, auch nicht geil, ne? Ja, aber unser Heiler-Team hatte hier irgendwo eine Technik, mit der man Leute wiederbeleben. Hier, kampfunfähige wiederbeleben. Ich glaube, das muss ich ja sowieso lernen, ne? Ich glaube, das würde ich sogar eiskalt ausrüsten. Hey, you just got up. Welcome in stream. I hope you aren't too sleepy. So, warte, nee, Synchronisation war schon richtig. Techniken. Ich kann Leute wieder wiederbeleben. Freiheitsflüge. Belebt alle Mitstreiter mit minimalen KP wieder, aber löst Überhitzung aus und erzeugt Wut. Liberty Wing. Ja doch, ich stell mir das nützlich vor. Wenn die Heiler sowas können, einfach alle Leute aufheben, ist das, glaube ich, gut. Oh, Entschuldigung, Sarah, ich wollte dich auf den Bauch glotzen, es tut mir leid. So, wir schnappen uns den hier noch. Wir schnappen uns ein paar Monster. We will take some enemies, because I need the Barrand-type items that they drop, or might drop. Because I have seen that the Barrand is actually the type of enemy here. And I actually need some of them for crafting some gems. I saw some. Oh, right. And some experience won't hurt though. Bam. Alles ein bisschen mehr Schaden. Für die, die es bei YouTube nicht wissen, warum redet er jetzt bisschen Englisch? Warum hört sich sein Englisch so scheiße an? Hatte ich aber da, dass der liebe Jenny gerade im Stream ist und der spricht nur Englisch. Und ich habe da kein Problem, in Englisch zu sprechen, weil die meisten, fast eigentlich alle aus dem deutschen Sprachraum ja auch irgendwie mindestens ein gewisses Maß an Englisch verstehen. Vor allen Dingen, wenn es vielleicht so von so, einer deutschen Kartoffel kommt, wie mir, ne, denn ich glaube das schon ganz gut. Ich port mich jetzt auch, glaube ich. Ach nee, Quatsch, ich wollte da irgendwo runterjumpen. Ah, hinter dem Wasserfall und dann runter, ne? Irgendwie sowas war's. So, Johnny, how are you? Did you sleep well at least? I hope I didn't wake you. Please no wakey. So, jumping in the 90s. Not really, it's too hard. Oh, is it summer for you too? Oh, Jesus. Ah, oh, that's a huge motherfucker. Felsenfressen. Ah, nee. Ah, der hat Hunger auf mich. Oh, no, stop it. Go, oh Gott, Jesus, nee. Stop it. I don't wanna do that. Okay, mit dem kann ich leben hier. Mit dem kann ich leben, aber nicht mit dem Großen. Level 31, I think that's way too hard. I mean, it's a boss, 5 level above us, so that might be a little bit too hard. Yes, it's summer for their old, more powerful defenders. Yeah, we had that already, true. So, yeah, what's the temperature being like? Please just don't tell me in Fahrenheit, because that, I don't know these numbers. You could tell me it's 90 degree Fahrenheit and I would be sitting here and was like, is that cold or is it warm? I remember that back in school we had, oh Jesus, Nani? Oh Boots, Junge, der hat ja richtig geschmettert, Alter. Ah, oh, Jesus, crap, I died. Changing? Item einpacken, tschüss. I have to run. Run, run! Okay, nevermind. Ja, war ein Versuch wert, ne? Ich wollte nur wegrennen, Bro. Oh, jetzt bin ich wieder hier gespawnt, ich kotze. Und die Vögel sind auch wieder da. Oh, Mama, nein. So, wo ist der Wasserpool hier vorne? Ist das der Wasserpool? Ich glaube ja. Wo ist die Kolonie? Ich weiß es nicht. Das ist hier das, wo ich glaube ich nicht den Sand hochlaufen konnte, oder? Nee. Nee, das war woanders. Ich sehe, hier ist das. Da, den Hügel konnte ich nicht rauflaufen. Dann sind wir hier hinten lang gelaufen. Dahin, da ist die Fröstelrinne.
genau, und hier unten wollte ich hin. Ja, dann gehe ich nach hier. Well, it just rained, so it got cooler, but much more humid, yeah. It's down to 26.6 Celsius. Oh, that's fine. That's also our temperature in average. Of course, it's way more cooler in the nighttime, like right now. But yeah. Actually, I still want this item though. Ah, shut the fuck up. Leave me alone, dude. I don't want this. Senpai, ja, mit dir oder sei. See ya. Tschüss. So, ich würde jetzt die Krebse ja hier schon wegnaschen. Die Krogthule. In der Hoffnung, dass ich vielleicht an den Schatz rankomme. Wo ist Noah? Da ist Noah. Will ich nicht mal bei der Launchen? Nee, wa? Gut, dann nicht. Oh, joink! Los, Kroko, ruckzucki! Dash Attack! Schlitz! Slice him! Bam! Oh, he is am Schwanken. Er ist am Schwanken, der Lümmel. No, ich kann nicht schleudern gerade. Oh, he's dead anyway. What? Oh, stop that. Ignore him, please. Okay, do we get this item somehow? Okay, the... Nee! Oh, Jesus! Can I jump over there? No, I can't. Oh! Jesus! Dead! Mann! Stop it! Ich will da nur das Item haben! Ich muss durchlaufen, wenn, dann muss ich durchrennen, ne? Ich muss dann einfach ignorieren, was der Typ da macht und dann einfach nach links laufen. Vielleicht kann ich da nicht gespottet werden. Maybe it's working. I'll try that. Aber besser als der da oben, ne? That dude up there is kind of special. Because Xenoblade is one of these games where you actually, like, where the developers like to put, you know, like, level 100 bosses or something similar just into early eras of the game. I don't know, it's one of these weird sadistic stuff they're doing. So, jetzt spawnt er auch schon. Aber warte mal, wait, jetzt kann ich warten, bis er weggeht, ne? I'll wait until he's gone. And then I'm fine! Fuck that! Ja, 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 ja. Loot, 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 loot! Loot! Porge! Got him! Ein Detektorhelm. Ein Edelstein, das ist basically a Gemstone or something similar. Okay, I will take the little one though. No, Bru, Starter? Mann. Los. Hochwerfen. Mano. Ich hoffe, der Dicke kommt jetzt nicht gleich wieder zurück. Das wäre echt uncool. Batz. Boom. Richtig reingeswingt. Let's down. Oh, der Dicke ist zurück. Hello there. How's it going, my buddy? Okay. Er ignoriert mich. Geil. Okay, also man hätte durchlaufen können und dann hätte er wahrscheinlich einen ignoriert, nehme ich mal an. So, wir haben auch wieder ein bisschen Items geholt. Ich hoffe jetzt, ich kann ihm irgendwie aus dem Weg gehen. Da ist hier so ein Kroko im Boden, ich sehe ihn. Hi. In welche Richtung drehten sich der Moppel jetzt? Ach komm, wir rennen einfach. Einfach rennen. Just running. Keep on running.
Stop it. Oh, Jesus. Leave me alone. I don't want this. Please. I have kids. No, that's a lie. But anyway. And that was a fucking lie. So, ein Matroschka-Bohn und leuchtende Bunnies. Da kommen die nämlich mit. Wenn die geile Items droppen, dann hau ich sie da rein. So, der ist jetzt gerade gefesselt, also backslashen. Tausend Damage, lecker. Also die Klasse gefällt mir irgendwie. Ich mag die irgendwie, ich weiß nicht wieso. Sieht aber cool aus. Ich habe ein geiles Cape, Mann. Capes sind cool. Hallo, Hasi, Schlitz. Was? Ich hab den Hasen, der mich nicht bemerkt hat, verfehlt. Nämlich Schnatt geschafft. Hey, wait, it's illegal. So, einfach töten den Hasen. Items mitnehmen. Ich will ja, wo ist den Loot? So. Die Krokus würde ich jetzt gerne ignorieren und an denen vorbeilaufen. Weil auf die habe ich gerade echt wenig Bock. Ich will eigentlich nur zurück zu der Base, ne? Ich will ja eigentlich nur die Quest beenden. Das wollte ich die ganze Folge eigentlich über, aber jetzt musste ich den Kampf neu starten und so. Naja, na, man kennt's ja. Jetzt war ich da hinten links nicht, ne? Scheiße. Ah, Mann, es gibt einfach so viel zu erkunden. Das ist da zum Kotzen. Das ist auch, als wenn hier einfach so ein krasser, dicker Stachel drin steckt irgendwie. Von irgendwelchen Kriegen oder Kämpfen mit Titanen oder kämpfende Titanen. Nobody knows it. Habe ich schon mal gerne drauf machen. Oreo. Oreo. Oh, ich sehe ein Item. Und einen krassen 28er Vogel, der blau ist. Und einen kleinen Vogel, der 28 ist. Ah, scheiße, es patrouilliert den. Ach, Mann, oh. Okay, dann machen wir mal so. Zip. Oh, jetzt könnte ich. Scheiße. Schlitz. Ja, moin. Er macht erstmal Combo-Bombo hier, Alter. Bam, Junge. Die Schwertklasse mag ich irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Das ist doch so Position Play. I like. Irgendein Talent wurde geupgradet. Ich weiß aber nicht welches. Wahrscheinlich, weil irgendjemand Rang 5 erreicht hat, ne? Oh, Senna ist Level 10. Senna kann die Klasse wechseln. Geil. So, jetzt ist auch schon die dritte Klasse auf 10 gelevelt. So, jetzt könnte sie überlegen, ob sie sowas hier machen will. C4. Dann könnte sie quasi mal einen Tank cosplayen. Den hier könnte sie mit A beherrschen. Boah, krass. Ist ja nicht schlecht. Aber mach mal ruhig C4. Das hört sich doch eigentlich noch ganz nützlich an. Sounds good. I take it. So edle Provokation. Richtig krasse Provokation. So. Techniken, irgendwas Neues. Wahrscheinlich könnte ich hier die Ätherkanone. Ja, nee, danke. Talente. Heimliche Heilung könnte ich jetzt hier lernen, aber das ist natürlich jetzt als Tank irgendwie nicht so nützlich. Mama nicht. Ich frage mich, ob es sich lohnt, jeden Charakter, jede Klasse lernen zu lassen. Ich weiß es nicht so wirklich, ne? Mit Level 30 anlocken wir auf jeden Fall nochmal ein neues Stück Ausrüstung. Mit Level 40 anlocken wir nochmal ein drittes Cloud-Talent. Eine dritte Master-Technik und noch den dritten Juwelen-Slot, ne? Das ist schon lecker. Ja, ist schon delicious. Na gut. Ja, komm, wir versuchen's. Keiner. Ein kluger Rogel. Ah ja, nicht so klug. Ne? Du reißt es nämlich an. Schlitz. 1000 Damage. Easy. I got you, bitch. Sable Strike. Habe ich wieder Agro? Nee. Okay. Ich dachte schon. Bam. Verfehlt. Toll, danke. Es ist so assi. Oh, lol. Das sah aus wie 1000 Damage, aus war nur 100, ne? Okay.
Ich da hatte schon kurz Angst. Noch ein Saber Strike. Nochmal 30% Bonus Damage. Befehl, toll, Dagger. Ich hätte, glaube ich, direkt Geschick in die Juwelen nehmen sollen. Warum? Weil ich denke, das wäre smarter gewesen, als halt zu warten, bis ich verfehle, damit ich dann mehr Trefferrate bekomme. Direkt von Anfang an mehr Trefferrate zu haben, ist, glaube ich, mehr wert. Das ist richtig krass am Schwellen, der Dude. Ich habe halt leider keine Kombo voll, ne? Aber wir können mal den hier machen. Kette los! Jetzt will ich gerne mal 200% schaffen, wenn das geht. Das ist der einzige Heiler, den ich gerade habe, ne? Der muss die 99% hitten. Aber ich komme, glaube ich, eh noch nicht auf 100%, ne? Bonk. Vernichtung. Critical. Mehr Prozent EP. Oh, schön nah an die 90. Perfekt. Und jetzt rein da. Saftig. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Mehr Bonus-EP rausprügeln aus dem Vogel. Richtig melken den Birdie. So, noch eine Reaktivierung. Und er kriegt jetzt schon 60. So, wenn ich das auf kurz vor 90 vollkriegen will, muss ich so machen, ne? Ja, denk schon. Hier. Angriff plus. So, warum? Weil wenn sie jetzt reinballert... kann ich jetzt auf 99 hochschieben. Aber er ist doch Healer, er kann doch gar nicht finishen. Denke ich. Scheiße. Das klappt anscheinend nur bei eigenen Charakteren. Okay, verkackt. Ein richtig dick XP, saftig. Und Rangpunkte erhalten. Und das noch ein Birdie. Oh, Items. So. Easy. We got him. Ladies and Gentlemen, we got him. So, das Item habe ich eingesammelt. Sehr gut. Dann habe ich den Punkt jetzt hier auch erkundet. Jetzt haben wir es noch mit 6 Minütchen vor uns. Und Leute, ja, jetzt teleportiere ich mich, damit ihr das mit dem Abschluss der Karte noch, mit dem Abschluss der Mission noch seht. Dass er wahrscheinlich darauf anspielt, dass wir die Uhr zerstören sollen, nehme ich mal an, ne? Das ist, denke ich mal, das, wovon ich ausgehe. Ne? Also, Hinder. Gucken, ob wir jetzt wirklich die Uhr einfach zerbursten, richtig kaputt schlitzen, wie wir das bisher schon ein paar Mal gemacht haben. Es sieht so aus, als würden wir dafür aimen. Pass auf, jetzt geht das bei Agnus nicht. Das wäre natürlich auch noch der absolute Kracher, wenn das bei Agnus nicht geht. Und wir bräuchten eine Waffe von einer Agnusierin,
von jemand aus Agnus, der das kaputt machen kann. Und Noah kann das nicht. Ich fände es sogar cool, wenn wir dafür jetzt eine andere Waffe bräuchten. Ich hätte Stil. Weil ich finde, Mio sollte die Aufgabe haben, was kaputt zu machen. Bin ich der Meinung. Toll. Bonk. Einfach weggeschlitzt. Scheint so. Aber schlauer als wir. いえいえ。私は本気でしたよ、ミオ。それこそ刺し違える覚悟でしたとも。シド、結局あんたは俺たちを試したかっただけなのか。強大な力というものは人を狂わす魔性を秘めています。 故に確かめる必要があったのです。あなたが方が力に見入られることなく、己の意志を持ち続けているかを。だからって本気でやりあう必要があったのか。力の本質を見定めるのもまた力です。というのが私のやりたい。意外と荒っぽいんだな、あんた。 Wenn du wissen willst, ob du korrumpierst, wenn du Macht hast, dafür musst du Macht erstmal besitzen. Das ist absolut richtig. Noch nicht. Oder vielleicht tun wir das sogar schon und wir wissen es bloß nicht. Vielleicht ist es ja das Gebrauchen schon das Missbrauchen. Das ist ja auch wieder ein Blickwinkel, dessen man sich durchaus streiten könnte. Im Menschenleben ist das so. Also oft. あなた方とブレイドを交えた今なら分かります。渦には激流だけでなく、穏やかで力強い清流もまたあること。グム長、あなたがそういうなら、私たちと一緒に来てほしい。理由を聞いても、私たちの意志があなたの確信が間違っていないことを。 Also wird er quasi jetzt der Nächste, den wir zeitweilig mitnehmen. Weil wir haben ja... Theoretisch haben wir den vorigen Charakter ja direkt durch ihn ersetzt, durch die Heldenmission. Er war ja plötzlich einfach weg. Der Dude, den wir da vorher dabei hatten. Ich hab den Namen schon wieder vergessen. Echo Namen. あなた方の行く末の見届け人になれと。ええ、そう受け取ってもらって構わない。そう、ungefähr。わかりました。その大役、謹んでお引き受けします。ケベスの皆さんもそれでよろしいですか。ああ、もちろんだ。強い奴は歓迎するぜ。お前さんみたいなのは特にな。 別にいいけどさ、私たちとマジにやり合うのはこれっきりにしてくれよ。さて、それはあなた方の鍛え方次第でしょうか。それは、冗談です。おっと、そうでした。
代わりにと言ってはなんですが、一つ頼みを聞いてはいい。ええ、もちろん。ありがとうございます。詳しいことはまた後。ああ、そうでした。実はですね、話をするのにうってつけの。それは遠慮します。 Direkt erstmal downturned. So von wegen, no, stop it. Stop it, no, don't do it. No, 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 not happening. Abgeschlossen. Der Charakter von Macht, richtig dick Punkte erhalten. Der Commander von Kolonie Gamma Sido ist bereit, die Existenz der Ouroboros zu akzeptieren. Er verspricht, hier zur Seite zu stehen. Der Taumaturg, Alter, der ist einfach ein traumatischer Chirurg. Deswegen Urg am Ende. So, Mio erbt die Klasse. Okay, ja, cool. Hey, go, rüste ich gleich aus. Und wir kriegen gleich noch einen anhängenden Sidequest. So, Klasse Traumaturg, Rolle Heiler. Hat sowohl Heil- als auch Angriffskräfte. Verteidige Mitstreiter mit einer Barriere, während du sie mit Technik-Kombos heilst. Alter, so richtig geil Harmonie bekommen. Let's go. Richtig gegönnt. So. Das sind die Helden. Ich glaube, wen ich... Ah, ja, stimmt. Er war das hier. Seon, ja. True, true. Ja, wen ich hier mitnehme, kann ich mir wohl immer aussuchen, ne? Bei ihr geht's jetzt gerade nicht. BCAB, ne? Das ist schon... Er hat sowohl guten Damage als auch gute Komplexitäten, also gute taktische Möglichkeiten. Ich glaube, Tower soll so ein bisschen taktische Symbole repräsentieren. Und der Heal ist aber ganz gut, aber nicht S. Also der Heal ist dafür nicht so krass wie bei anderen Techniken. Aber ja, den kann ich ruhig mal mitnehmen, den finde ich eigentlich ganz cool so. Der ist irgendwie recht sympathisch tatsächlich. So, inzwischen habe ich meinen Blitzfechter auf Stufe 8 gekriegt. Ha, easy. Got him. So, jetzt habe ich ein Highlight, aber sowieso wenig, ne? So, Klassen. Wir bräuchten noch vielleicht einen Healer mehr. So, du hast jetzt heilungstechnisch schon gelernt. So, was können denn Leute alle mit deiner... Das zählt, dass die Klasse da nicht drauf bleibt, ne? Finde ich so unnötig. Ansicht ändern, das ist nur auf den Charakter, ne? Das ist ja so doof. Wertdetails. Das hier... Drehen ist die Charakter, die Person. Ja, weiß ich nicht. Meistertalent, das sind die, die man quasi übernehmen kann. Ab Level 15 kriegen wir mal andere. Meistertechnik auch ebenfalls. Level 1 kann man aber schon mal irgendwas erben, immerhin. Ja, so, jetzt gucken wir mal. Du bist mit dem Trauma-Dings überhaupt nicht so vertraut. Das ist für dich ein absoluter Rang D. Der liegt dir so gar nicht, tatsächlich. Für sie ist es ein S. Sie kommt da am besten mit zurande, tatsächlich. Bei ihr ist es ein B, das ist noch in Ordnung. Er kriegt dafür ein C, nicht so geil. Er hätte hierbei ein A, also das mit den Nunchakus liegt ihm tatsächlich ziemlich gut, ne? So, für Senna wäre das auch okay, ne, die nimmt das auch ganz gerne. Das heißt, ich überlege gerade, ob das vielleicht regionenabhängig ist, das würde mich echt mal interessieren, ne? Also er kommt aus Kevis. Herz 4 ist ein D. Sie kommt aus der Region, für sie ist es ein B. Und für ihn ist es ein A. Das ist eigentlich ganz gut, ne? A, B und D tatsächlich. So, und für die eigene Region ist es ein B, C und S. Also ich denke, insgesamt sind, glaube ich, die eigenen Regionen mit der Klasse ein bisschen mehr vertraut. Kann jetzt sein, dass ich mich da total irre, ne? Das müsste man mal dann... Klassen mal gegentesten, wie gut da welche Klasse miteinander harmoniert. So, das ist zum Beispiel eine Klasse aus Kevis. Da ist er extrem gut mit. Sie so mehr. Ist okay, ne? Also die drei hätten B und A. Das geht sogar, das ist ziemlich gut. Also ich glaube, dann spricht das eher dagegen. Dass das mit der Region zusammenhängt. Er hat nämlich ein C. Und sie hat ein D sogar. Aber er hat ein S immerhin. Aber ja, es scheint so, als dass die Leute, die Klasse erben könnten, sind wahrscheinlich, nehme ich mal an, bisher wirkt es so zumindest auf mich, dass es immer Mio oder
Noah sind. Das ist so zumindest mein Verdacht. Ob das jetzt nicht stimmt, weiß ich nicht. Aber ich könnte es mir gut vorstellen, tatsächlich, dass die Leute sind, die immer grundsätzlich was erben. Hier ist tatsächlich ein Noppon dabei. Nee, ist kein Noppon. Aber es sieht aus wie ein Noppon. Hey, der sieht ja aus, als wenn er Rikus Frisur hat. Das hier sieht aus wie Rikus Frisur, Leute. Noahs Hartzopf, aber Rikus Frisur. Und das Icon sieht aus wie ein Noppon. I'm curious what this is. Erkenne ich hier Charaktere wieder? Ach nee, das ist immer der Charakter-Sprite drunter und dann oben drüber die Person. Wenn sie jetzt zum Beispiel den hier ausrüstet, hat sie die Öhrchen und nicht Rikis Frisur. Das ist ja auch eine sehr interessante Konstellation hier. Das sieht nur bei Noah so komisch aus. Mit der Ricky-Frisur. Das sieht voll geil aus. Irgendwie. I like it, I mean. Guck mal, er hat das auch. Obwohl, das ist, glaube ich, seine eigene Frisur einfach, ne? Ja, gut, das ist seine eigene Frisur. Wie sieht es bei ihm aus? Nee, er behält auch seine Frisur. Hä, das sieht nur bei Noah so komisch aus. Das ist einfach Rikis Frisur oben drauf ist. Für irgendwie lustig, weiß ich nicht. Hab ich einen Humor und Fable für. Naja, mal gucken. Wir haben ja wirklich schon einen übersehen, ne? Leute, das sieht ja aus wie Rex. Das sieht ja aus wie der Bergungstaucher. Von der Kleidung her. Von der komischen weiten Hose bis zu den weiten Beinschenkeln, also von zwischen den Hosen quasi. Und diesen komischen Tank auf dem Rücken. Das sieht ja exactly so aus. Was könnte das... Alter, so ein geiles Cape, Bruder. Das ist ja auch komplett sexy. Ich war wieder so Klamotten cool. Das sieht auch geil aus. Das kommt mir auch schon wieder bekannt vor. Das könnte aus irgendeiner Xenoblade Chronicles X Sache sein. Ich frage mich, ob die Klassen aus dem Punkt geklaut haben. Der hat nur so ein halbes Cape über die Schulter. Sieht auch cool aus. Das sieht so Nia-mäßig aus, ne? So ein bisschen. Das sieht aus wie Nias unleashed Form. Mit diesem Schleifchen hinten dran und so. Das sieht so ein bisschen wie Nias krasse Heiler-Frequenz aus. Das hier, keine Ahnung, was das darstellen könnte. So ein Samurai-Bandana da vorne. Sieht aus so ein bisschen wie so ein Trainingsanzug, so ein japanischer. Hier ist direkt ein Cape mit dabei. Sieht auch komplett fancy aus. Bin ja ein Fan von Capes, für die, die es nicht wissen. So, das ist tatsächlich eher neutraler gehalten. Same hier, da hat man so vorne so krasse Taschen mit dran. Mhm. Habe ich mir auch noch gar nicht angeguckt, ne? Das hat einfach nur einen sehr langen Mantel, so an den Seiten aber auch nur. Hier hat man eher so eine Art Panzerstruktur. Das sieht aus wie so eine Assassine-Klasse oder so, so, so. So, auf der einen Seite ist da irgendwie so ein Schulterschutzemblem und das hinten von der Kleidung. Vorne auch wieder so ein Gurtschnürtel mit dran. Und das hier weiß ich noch gar nicht, was ich damit machen soll, weil auch die Person da unten so komisch aussieht. Na egal. Leute, wir gucken mal weiter. Ich will unbedingt weiter zocken, aber jetzt muss ich erstmal was essen. Ich habe leider langsam Hunger. Mal gucken, vielleicht nehme ich danach sogar noch weiter auf. Bin mir noch nicht sicher. Aber schauen. Aber ich sage erstmal danke fürs Zuschauen, Leute. Wir sind in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Danke vielmals fürs Zuschauen. Wir haben die nächste Flamme in Ur zerstört. Es werden immer weniger und mehr Leute kommen auf unsere Seite damit letztlich. Hoffe ich jedenfalls. Bis dann. Also wieder erstmal danke vielmals für euren Support, fürs Reingucken, fürs Zeit investieren, fürs Daumen hoch geben, fürs Kommentar schreiben. Dankeschön. Da geht auch mal ein Kuss raus. Dankeschön. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Haut rein. Tschüssi, Goski und ciao. Bis zum nächsten Mal.